anstarren. Bestimmt, weil du in dem Aufzug so cool aussiehst. Ah, das ist also das Hauptquartier von uns jetzt. Aber sehr schön in den französischen Katakomben, wo halt, ja, diese Gruft ist mit den Schädeln. Aber auch wir haben keine Spiegelbilder. Hallo. Hi. Du magst wohl... ja, Rauschen im Fernsehen. Eine Ratte! Ich hab's gesehen. Gesundheitsverordnung. Alles klar? Hallo. Halte Ingrid, um deine Schwester mitzuteilen, dass du reisen möchtest. Also aus den Katakomben raus. Wir sollten uns umsehen, so. Salut. Vielleicht Hallöchen. Können wir jemandem hier helfen. Hm. Na klar, Schwester. Ach, sehr schön. Man kann wieder Wolfenstein spielen. Hm? Ach, der gute alte Schäferhund. Aber hier haben sie auch die Symbolik rausgenommen. Oh mein Gott, wie verlasse ich es wieder? Arr, arr. Naja, ich glaube, das Level geht nicht so lange. Ja, da ist schon der Exit. Now. Nein, ich kann nicht sterben. Wenn ich sterbe, gewinnen die Nazis. Naja, geht doch. Nein, ich hab Leben. Hm. Ah. Ah, so, Gott sei Dank. Elite Hans, die neue Ordnung. Verdammt! Sollte man übrigens die Tasten mal eindrücken, wie heißt das? Reinmachen können. Dass man weiß, wie man wieder rauskommt. Das ist übrigens Leertaste, ist immer Enter. Also in der Konsole ist Leertaste dann Enter. Da gibt es bestimmt dann auch wieder so kleine Nebenmissionen. Remy.
Kann sein, dass diesmal bedeutend mehr Coversachen und so drin sind. Ich habe das Gefühl, dass ich bedeutend mehr Nazi-Werbung gesehen habe als in den vorherigen Teil. Also, ne, Regime-Werbung für Zigaretten, für VHS-Kassetten. Ihr habt Kampfgeist, keine Frage. Aber ihr seid trotzdem noch nicht bereit. Ihr müsst noch trainieren. Den Weg zu dir, Soph. Besetzt? Ohne Kack, wer wird denn hier leben wollen? Also selbst als Widerstand wirst du doch hier gefunden. Enthüllt, fünfte Jahreszeit kommt. Neu-Paris, ein massiver Sturm zieht über alle westlichen Teile des Regimes hinweg und bringt das siebte Jahr in Folge rekordverdächtige Überschwemmungen mit sich. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dieses Wetter vollkommen normal ist. Wissenschaftler des Instituts für Meteorologie in Berlin haben einen Antrag auf die Änderung des aktuellen Jahreszeitenkalenders eingereicht, indem sie die Einführung einer fünften Jahreszeit fordern, die Sturmzeit. Das Regime ist Klimagegner. Wir müssen reden. Betritt die Kanalisation. Listen. Oh, es gibt ein großes Problem. Das Regime versucht, unser Wasser und unsere Atemluft unter Einsatz großer Maschinen zu vergiften. Viele sind schon krank wegen des Giftes. Findet die Maschinen im Untergrund unter dem Siegesboulevard. Ihr wisst schon wo. Und zerstört sie, bevor wir alle draufgehen. D'accord? Wir müssen reden. Was bist du denn für ein Honk? Nach General Lothars Rückzug konnten wir einen geheimen Außenposten bei Areal 4 für politische Gefangene einrichten. Aber der Kontakt ist abgebrochen. Ihr zwei, bitte geht dorthin. Untersucht den Grund dafür. Пожалуйста, я прошу вас. Das russische Phantom der Oper. Schießstand, der geschlossen ist. Salut. Hey. Nomi, kann ich kurz mit euch reden? Ja, sofort. Da ist ja der Stumme. Ich hab was für euch. Meine Freundin Marianne wurde gefangen und ins Krankenhaus nach Klein-Berlin geschafft. Sie soll dort einer Gehirnwäsche unterzogen und in einen Roboter des Regimes verwandelt werden. Alle, das dürfen wir nicht zulassen. Ihr Mädchen, ihr erinnert mich an meine Tochter. Sie war so lebensfroh. Ich werde sie sehr bald wiedersehen. Deine Tochter ist tot. Naja, das meint sie wahrscheinlich damit. Bruder 1 Viertel. Rette Marianne. Bruder 2, untersuche den Außenposten.
Der Distrikt, den ihr nun betretet, heißt Klein-Berlin. Hier leben die höchsten Offiziere und Kommandanten der Regimepolizei. Vor kurzem haben sie alle Zivilisten ausnahmslos weggeschafft. Alles wegen des Pariser Aufstands. Bitte, seid vorsichtig, ja, Mädels? Hier wimmelt es von Patrouillen. Willkommen in Klein-Berlin. Wenn du unterwegs bist, wird dich Abby manchmal kontaktieren und um Hilfe bei bestimmten Aufgaben in dem Ort bitten, in dem du dich gerade befindest. Wird eine solche Aufgabe ausgeführt, bringt sie einen kleinen, aber bedeutenden Sieg gegen das Regime. Achtung, so. Hier sind Nazis in der Nähe. Du kannst Gegner markieren mit Q. Keine Lust, keine Zeit zu kochen, kein Problem. Ab in die Zukunft mit Blitzhitze. Hey Jess, Soph. Vor jedem der Brüder befindet sich ein Eingangstor. Extrem hohe Sicherheitsstufe. Wenn ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, solltet ihr einen anderen Weg reinsuchen. Sofortige Genuss. Wir müssen nach dem Krankenhaus Ausschau halten, wo das Regime diese Marianne hingeschafft hat. Ja, bringen wir sie nach Hause. Es ist zu ruhig auf den Pariser Straßen. Ich will jetzt nicht gegen den Panzerhund kämpfen. Ach, komm schon, du scheiß Drohne. Wechsle Position. In Ordnung. Hier ist doch gar keiner. Verstanden, Kommandant. Verstärkung ist auf dem Weg. Ich glaube, wir sind im Krankenhaus. Oh, schön mit dem Rohr in die Eier. Ändere Position. Aua, meine Eier. Sie sind weg. Aber es ist noch nicht vorüber, Leute. Leider nicht. Du versperrst dir die Sicht! Such eine bessere Position! Ich glaube, das war's. Sorge, wir haben alles unter Kontrolle. Nimm das, Führer. Regimeanführer, was auch immer. Du bist nichts zu sehen!
Scheint so, als wenn der Hund ein bisschen überfordert ist damit, dass ich hier drin stehe. Ach, KI. Hey, ich wechsle die Position. Leider habe ich keine einzige Diskette gefunden. Deshalb können wir auch nichts freischalten. Magnetbandarchive. Wo sind denn... Also irgendwo hier ist noch ein weiterer Kommandant. Ah, da oben habe ich ihn gesehen. Diesmal auf die heimliche Tür. Danke sehr. Zweite Fähigkeitsstufe wurde übrigens freigeschaltet gerade. Hört zu, Mädels. Eine sehr wichtige Zielperson hat ein Auto ganz in eurer Nähe geparkt. Platziert eine Bombe am Fahrzeug. Viel Glück, Schwestern. Gegner werden umgeworfen, wenn du Sachen schmeißt. Ach, für die Tarnung brauche ich noch einen Punkt mehr. Und ich glaube, jetzt können wir endlich bei den Waffen irgendwas aufwerten. Natürlich nicht. Pistole ist 15. Ah. Ach so, aufwerten. Wäre es Verschlussgehäuse? Das Grundding, das Grundding kann ich freischalten, nur das Aufwertding kostet halt ab Stufe 15. Ah nee, jetzt verstehe ich. Das Zielfernrohr. Magazinerweiterung auf 18. Den Schalldämpfer lasse ich drauf. Und den geriffelten Griff, da mache ich noch mehr Schaden mit der Pistole. Ist das schon die Release-Fassung? Ja, ist sie. Warum auch immer die Taschenlampe plus 12 Schaden macht auf die Waffe. Aber so sei es. Ne, da lassen wir das Trollmagazin drin. So, jetzt habe ich eh kein Geld mehr. Platziere eine Autobombe. Das sehe ich jetzt erst, aber deshalb hat die mit mir geredet, ne? Ich wünschte, es gäbe eine wirkliche Map. Also eine größere als das, was da rechts oben rumlungert. Weil das Gebiet wirkt also nicht mehr ganz so linear, sondern weitläufiger als im letzten Wolfenstein.
Geständnisformular für, also der Regimepolizei. Ich gestehe folgendes Verbrechen. Ich habe Verrat an den Einwohnern von Neu-Paris begangen und somit mein Recht als Bürger Germaniens verwirkt. Ich akzeptiere jede Strafe, die das Justizministerium von Neu-Paris für mich angemessen hält. Ach, das gute Verdächtige melden. Und schließlich werden wir die Treulosen vernichten und jeden, der nicht für unsere Sache. Müssen wir doch wieder auf die Straße. Wo der kleine Freund ja noch wartet. Ich weiß gar nicht, habe ich einen Nahkampf? Nö. Wo ich den sofort zerstören kann, kannst du bestimmt freischalten später. Ich kann nicht schießen! Weg! Ich lade nach! Hey, ich wechsle die Position! Ob du einfach zu viel aushältst, du dämlicher Panzerhund. Blöpp. Ach, ein gutes deutsches Frühstück. Mit lecker Brezeln. Was ist das denn? Ah, Waffel mit Ei. Käse. Sie sind... Ich muss Verdächtiges melden. Das sind keine typischen Deutschen. Sehr schönes Versteck für die 3D-Brille. Das Krankenhaus. Dort muss Marianne irgendwo sein. Verstanden. Aber hier kommen nur Kommandanten und die Familien von hochrangigen Mitgliedern der Regierungspolizei. Das ist wirklich ungerecht. Ja. Die französische Sprache ist ein durch und durch fehlerhaftes Konstrukt, das am besten in die Jauchegrube gehört. Diese entspannende Musik im Hintergrund dabei. Hey, wechsle Position! Wir müssen ihn platt machen! Jawohl, ändere meine Position! Werfe Granate! Di-di-di-di. Was sind aber viele Maschinentypen.
Wie meine Axt einfach davon abgefallen ist. Bombe ist platziert. Sehr gut, Mädels. Vor allem wie geheim. Der Feind war hier. Wir sollten alles kontrollieren. Nein, nein, ich fahre jetzt erst mit meinem Regimeauto nach Hause. Das macht nichts. Hauptsache, ich kann schießen, Freunde der Sonne. Ich denke, Marianne ist tot. Sie wurde entführt und wir sind hier in einem Krankenhaus. Okay, Mädels. Ich empfange das schwache Signal einer Enigma-Maschine in eurer Nähe. Holt sie euch, bevor das Regime sie zerstört, okay? Das ist diese Aussage von geht aber leise vor, weil sonst wird diese Enigma-Maschine zerstört werden. Das ist einfach... Boah, die Hitze hat wieder Leute einfach umgebracht. Ich muss meine Position wechseln! Nimm das, Wissenschaftler! Blockier nicht meine Schuss! Warte, ich komme jetzt zu dir. Keine... Ah! So viel dazu. Oh, eine Videokassettenhülle. Der Ausmerzer. Hüter der neuen Ordnung in Amerika seit 1951. Der Ausmerzer war der Beschützer der amerikanischen Gebiete. Ein wahrer Schutzengel. Oh, wir haben keine Zeit. Ach, das habe ich davon, dass ich immer wieder Sachen lesen will. Also ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt verfassungswidrige widrige Symbole immer braucht. Es ist eh eine fiktive Welt. Ich verstehe auch seit Jahren diese Diskussion darüber nicht. Es ist halt so. Es ist halt geschichtlich einfach so, dass dieses Zeichen in Deutschland böse ist. Während du es in buddhistischen Ländern überall sehen kannst. Aber es ist halt nicht Deutschland. So einfach ist das. Ich hab dich. Aber man kriegt es über ein paar andere Quellen schon günstiger. Und selbst bei Steam kannst du die normale Version, glaube ich, für 30 Euro inzwischen also kaufen von Anfang an. Wenn es jetzt nicht die Deluxe ist. Aber dann kannst du keinen Buddy einladen, der mit dir spielt.
Jess, ich brauche deinen Arm. Da ist Marianne. Wir müssen sie da rausholen. Ich habe Maschinenkommandant Fleischer versprochen, dass sie in einer Stunde bei der Propagandastation ist. Ich verstehe. Lassen Sie mich nochmal nachsehen. Sie versuchen, Gedankenkontrolle durchzuführen. Oh, ich glaube. Ah! Der dämliche Flammenwerfersoldat ist explodiert. Sollte ich eigentlich Sicherheit vorgehen in solchen Gebäuden? Muss irgendwie eine Etage tiefer. Geh weg, Jess. Das sieht aus wie Treppenhaus. Ach, alles nur freundliche Gesichter. Strom ist aus und jetzt? Ah, die Frau ist frei. Guter Schuss. Regimeschweine. Ihr seid vom Widerstand, oder? Merci für die Rettung. Ich finde hier schon alleine raus. Wir treffen uns in den Katakomben. Salut. Perfekt. Wir sollten mit ihr reden, wenn wir wieder in den Katakomben sind. Und jetzt sollten wir nach der Enigma-Maschine gucken. Stuttgart Girls sind immer für dich da. Sie sind einfach wunderbar. Was immer sie auch machen, sie bringen dich zum Lachen. Und sie lieben dich immer, ist doch klar. Stuttgart Girls sind im Herzen immer da. Berlin Boys. Und Stuttgart Girls. Berlin Boys sind im Herzen wunderbar. Und das finde ich halt einfach schön an den Wolfenstein-Spielen. Sie machen sich echt viel Mühe für diese, ja, für die Umgebung, für die Welt, das Atmosphärische. Das ist nur eins der Lieder gewesen da drauf gerade. Du musst die Kassetten finden. Da war der Text halt mit dabei.
Herrn von Dorn. Jawohl, Kommandant. Schicken Verstärkung. Welcher Kommandant auch immer jetzt gemeint wurde, ey. Man muss sagen, ja, Schleichen kommt zu kurz, finde ich. Also selbst wenn du später bessere Schleichskills freischaltest, ist das halt irgendwie schon wieder fies. Aber es ist halt eher Action-Geballer. Es ist sehr optional. An ihre Seite! Gut, in Ordnung. Halt, um mal einen Kommandanten auszuschalten, ohne dass der Verstärkung rufen kann. Normalerweise sollst du ja, wie ich das richtig verstehe, schleichen, die Kommandanten ausschalten, damit die keine Verstärkung rufen können, und dann machst du den Rest platt. Das wäre eigentlich der Vorteil. Was läuft denn da? Da hört sich fast an wie, als wenn Rammstein lebt. In dieser Welt. So, man bewegt sich schnell an geduckter Haltung. Und wenn ich getarnt bin, kann ich jetzt normal mich frei bewegen. Das sollte auf jeden Fall ein bisschen. Du kannst Waffen verbessern, ja. Schaltest du mit Silbercoins frei in der Mission. Können wir eigentlich auch gerade nochmal gucken. Ach, wenn du genug Kills machst mit einer Waffe, machst du eine Meisterung. Und kriegst einen Bonus auf die Waffe selbst. Dann sollte ich vielleicht mal ein bisschen mit der Pistole töten. Ah, wieder Wolf-Werbung. Wenn man ihnen die letzte Zigarette anbietet, sind sie auf der falschen Seite. Das macht Sinn. Brudereingänge. Die Brudereingänge sind schwer bewachte Kontrollpunkte in jedem der Bezirke von Neu-Paris. Wenn du einen dieser Eingänge passierst, hast du Zugang zu einer der Brüder. Den Türmen, die über Neu-Paris thronen. Sie kennen vielleicht andere Wege, in die Türme zu kommen, außer direkt durch die Tür. Eigentlich will ich an die Enigma-Maschine. Ah. Das hier scheint der bessere Weg zu sein. Okay, jetzt macht Schleichen ein bisschen mehr Sinn, weil ich es jetzt auch im Stehen machen kann. Solange es halt aufgeladen ist.
erstmal den Nazis ihr Essen wegessen. Enigma-Maschine gesichert, Epster. Wundervoll. Vielleicht haben sie während der Besprechung geschlafen. Ich sollte sie dafür melden, aber ich habe klar und deutlich gesagt, dass alle Wertsachen, die von den Gefangenen beschlagnahmt wurden, zu den anderen Sachen in die Kiste der Regimepolizei im Lagerraum legen sollen. Ich werde ihnen den Code für die Kiste nicht geben, weil sie den selbst wissen sollten, sie fauler Hund. Ah, die beim Verhörzimmer hat 9-3. Ach, da waren wir übrigens schon teilweise. Und Krankenhaus auch. Also man könnte die Sachen jetzt nochmal ablaufen. Und jetzt ist die Frage... Wohin? Regimepolizist Stufe 3. Ach, das ist hier der Durchgang. Du kleiner Bruder. Oh, also auf die leise Art, Soph. Wow. Wir sollten uns zurückziehen und wiederkommen, wenn wir so weit sind. Halt! Stehen geblieben! Ja, wir sollten wiederkommen, wenn wir so weit sind. Oh, reisen in einer... Mit E könnte ich nämlich reisen. Ah, sehr schön.